Sie sind auf der Suche nach einem CRM und überlegen sich, ob es Backdraft sein könnte. Das ist eine gute Idee, wenn Sie im B2B-Vertrieb sind und sehr saleslastig arbeiten. Ich zeige Ihnen jetzt einmal die wichtigsten Funktionen. So, los geht's. Was Sie hier sehen, ist eine Pipeline. Eine Pipeline ist sozusagen ein Verkaufsprozess. Ich lese von links nach rechts, Termin vereinbart, geht bis zur Zusage einholen. Wenn ich die Zusage habe, gewinne ich das. Das kann man ganz einfach auf Ihre Bedürfnisse hin anpassen. Mache ich jetzt nicht, mir passt meine so. Ja? Innerhalb dieser Verkaufsprozesse habe ich meine Deals. Ja? Jede Verkaufschance, die ich wittere, ist ein Deal. Lege ich auch gleich einmal an. Diese Deals kann ich per Drag and Drop durch die Gegend schieben, je nachdem, in welchem Status sich diese Verkaufschance gerade befindet. Pipedraft gibt mir einen sehr guten Überblick über alles, was ich als nächstes zu tun habe. Sie sehen diese grünen Punkte hier. Das bedeutet, die Aktivität, die da im Hintergrund steht, ist heute fällig. Ja? Wenn dieser Punkt gelb ist, habe ich keine Aktivität geplant. Kann ich da draufklicken und sagen, ich möchte jetzt morgen anrufen. Ja? Und so gelingt es mir, über die Aktivitäten mich selbst zu steuern. Ich kann natürlich umstellen auf meine Kollegen. Wenn ich schauen möchte, was in meinem Fall der Stefan gerade zu machen hat, klicke ich da drauf. Ja? Ich habe lieber den kompletten Überblick, deswegen klicke ich auf alle. Innerhalb eines Deals sehe ich die ganzen Informationen zu diesem Deal, wie zum Beispiel, wie viel Dealwert gerade ist, wie hoch der Deal ist, was als nächstes zu tun ist, also die Aktivitäten, was in der Vergangenheit passiert ist. Sie sehen da drinnen auch E-Mails. Apropos E-Mails ist natürlich verknüpft mit Ihrem Gmail und mit dem Outlook und kann auch aus Vorlagen E-Mails verschicken. Ja, wenn ich da draufklicke und sage, ich möchte eine Vorlage verwenden, dass ich den Chef Bezos gerade angerufen habe, aber nicht erreicht habe, klicke ich drauf und senden. So schnell geht das. Die Verknüpfung zu den Aktivitäten funktioniert natürlich auch mit dem Kalender, also in beide Richtungen synchronisiert. Natürlich habe ich auch eine Komplettübersicht über meine Aktivitäten. Ich klicke da drauf und sehe alles, was ich heute an diesem heutigen Tage zu tun habe, hier in einer schönen Übersicht. Wenn ich einmal telefonieren möchte, klicke ich da drauf, mache diesen Anruf, notiere mir hier, was gerade passiert ist, klicke auf Alles erledigt markieren und speichere das ab. Was Pipedraft jetzt tut, es öffnet mir gleich eine Folgeaktivität. Das heißt, Pipedraft versucht mir immer, den Reminder sozusagen hineinzustellen. Ja? Also wenn ich mit dem ausgemacht habe, dass ich nächste Woche am Mittwoch telefoniere, klicke ich darauf und speichere wieder das ab. Und nächster Anruf. Ja, so einfach geht es. Natürlich gibt es auch schöne Auswertungen. Ich klicke hier auf Einblicke und habe da hier einen Katalog von verschiedenen Reports. Quer über sämtliche Dinge, die ich im Unternehmen zu wissen habe. Wenn ich mich wissen möchte, wie viele Deals ich in dem Monat gewonnen habe, klicke ich da drauf und sage, Deal nicht Deal erstellt, sondern Deal gewonnen ist dieses Jahr und seht ihr hier einen Überblick. Die Anzahl ist weniger interessant, deswegen schaue ich mir doch eher den Dealwert an. So, und schon weiß ich, wie viele Deals ich gewonnen habe. Das war Pipedraft in aller Kürze. Wenn Sie das interessant finden, dann testen Sie es doch einfach mal auf pd-experts.com, 30 Tage kostenlos, oder Sie rufen uns an, dann zeigen wir Ihnen das nochmal in aller Ruhe, weil normalerweise haben wir es nicht so eilig.